Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück. Nächste Folge Airport CEO. Airport CEO. Und wir... Wo ist denn hier irgendwie los? Hä? Hallo? Ah, benötigt zusätzliches Personal. Dann geht das auch... Alter. Mit den Warteschlangen ein bisschen schneller. Also nichtsdestotrotz. Was? Personen können sicher nicht passieren, sogar wenn eine Sicherheitskontrolle trotz Wänden und Zonen erreichbar ist. Was? Ja, passt aber. Ah, okay. Jetzt ist das Ausrufezeichen auch weg. Aber nicht. Also ist trotzdem viel los hier, ne? Ich meine, klar, wir können natürlich nochmal erweitern. Das ist ja ein einfaches, indem ich hier einfach nochmal zwei dazu setze. Will ich mal ganz kurz rechnen. Sind mehr als zwei breit. Also ich müsste, wenn dann, sogar so weit gehen. Kann man aber machen. Dann hätten wir hier einfach nochmal zwei große... Schalter. Oder Sicherheitskontrollen sind ja keine Schalter. Schalter sind ja hier vorne. Könnte ich sowieso mal auch wieder ein bisschen auskleiden. Was denn jetzt? Nein. So, und wir können meinetwegen auch die Schalter an sich mal ein bisschen... Ich kann eigentlich alles mal machen. Wir nehmen mal das hier. So, dann gehen wir einfach mal bis hier. Ja, wird zwar auch nochmal eine Menge kosten, aber... Dafür haben wir es dann einfach mal gemacht. So, Eingänge müssen wir, glaube ich, noch machen. So, dann ist der Bereich zumindest auch schon mal ausgekleidet. Okay, so, dann... Ach, wo ist denn hier abreißen? Da ist abreißen. Das kommt alles weg. Da können wir schon mal hinbasteln, die mittleren Sicherheitsschalter. Achso, ja, klar, geht noch nicht. So, warum werden denn die Wände eigentlich nicht gebaut? Wundert mich ein bisschen. Also hier, das erkenne ich natürlich nicht wo. Und hier also nochmal vier mal Wand hoch. Zack. Ja, dann ist theoretisch der Bereich hier auch sinnfrei. Können wir da nochmal eine Wand ziehen? So, wo sind denn meine Bauarbeiter? Habe ich keine mehr? Bauarbeiter vor Ort? Ach! Ja klar, die arbeiten hier hinten noch. Deswegen. Und die machen auch hier... Achso, und die machen den Zaun, glaube ich, ne? Ja, 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 okay. Ja, gut, okay, das wird noch eine kleine Weile dauern. Eine kleine, also in der Zwischenzeit machen wir aber trotzdem wieder Geld. Das ist immer nicht verkehrt. Sicherheit. So, den kann man schon mal setzen. Und der muss dann auch. Ja, also dauert noch eine kleine Weile. Ja, ja, hier Flüge, alles gut.
Komm, wir können das hier auch schon mal setzen. So, und hier geht es dann in den Sicherheitsbereich über. Ja, Marmor. Ich bin ein bisschen unzufrieden mit der Auswahl der Böden. Finde ich sehr eingeschränkt. Oh, der erste Bauarbeiter kommt. Der baut die Sicherheitsdings. Okay. Ja, also wie gesagt, Auswahl, Böden, finde ich, könnte man verbessern. Was? Achso, weil die noch nicht zusammengelegt sind. Das fand ich sie jetzt 108, 9. Gut, das kann man mal halt abzuppeln. Gibt trotzdem noch irgendwo Sicherheitszone 8. Wo auch immer die ist. Sicherheitsausgang brauchen wir nicht. Was ist denn da los? Ich brauche Sicherheitsbeamte. Ja, ja, ja. Okay. Können wir in der Zwischenzeit ja schon mal einstellen. Also, wir haben so um die 16, 17. Super. Super. Rest kommt weg. So, können wir mal weiterbilden. Wo sind jetzt weiter? Da. Ja, auch okay. Also ich würde mal noch locker, naja, so 2, 3 einstellen. So, dann können wir mal schon mal die Dings machen. Wie habe ich denn das gemacht? Achso, immer bis zum Ende, okay. So. Ja, also Großprojekt ist immer noch der Zaun. Da sind wahrscheinlich noch die meisten am Arbeiten. Und auch hier an dem Terminal. Also der ja kein Terminal ist, aber... Also noch nicht. Aber hoffentlich irgendwann mal einer wird. Habe ich denn jetzt hier in der Mitte schon alles abgerissen an Zäunen? Ja, ne? Looks like this. Looks like Link. Was denn? Warum ist denn hier schon wieder ein Ausrufezeichen? Du hast keine Energie. Na, mach doch Pause. Ich zwing doch keiner weiter zu arbeiten. Hier ist ein sehr guter Mann. Bisschen teuer, aber egal. Ah, Rest kommt weg. Weg, 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 weg. Oh, da war einer mit 24. Perfekt ausgebildet. Ah ja, gib mal einer an. Man findet doch noch die Zeit. Ja, das geht nicht. Dann muss ich jetzt mal Sicherheitsdings wieder hin. Ja, ja. So, 3 noch. Die kommen halt nicht aus dem Knick, ne? Das ist halt das größte Problem. Ich habe aber auch... Was ist jetzt los? Ach, U-Bahn ist defekt. Na super. So. Was ist denn jetzt? Okay. Ganz kurz Angst gehabt, dass es nicht passt. So und so. Können wir noch mal ein großes Fenster hier reinsetzen? Hin. Hier unten kann meinetwegen auch noch mal eins hin. So, und Entschuldigung, das passt nicht. Mann, wie könnte ich denn das wegmachen? Alter. So.
Dann dekorativ, mittel, groß. Oh Mann. Ich verklick mich manchmal. Ich weiß nicht, ob es auffällt. Das wollte ich drücken. Die sehen für mich auch beide gleich aus, die Blumen. Ich erkenne da irgendwie kaum Unterschied. Naja, doch, wenn man genauer hinguckt, sieht man's. So, es fehlt Personal, ja? Fuck, Alter, drei. Na gut, dann stellen wir einen. Definitiv ihn und den Rest nicht. Na gut, 18, 7. 21, aber perfekt ausgebildet, nehmen wir auch. So, fehlt immer noch Sicherheitspersonal. Ne. Jetzt passt es erstmal. So, ganz ehrlich. Das hier ist natürlich auch jetzt sinnfrei. Das können wir auch hier abschließen. Gut, dann war das Fenster, was ich da gebaut habe, umsonst. Genauso wie das hier, das ist auch umsonst. Direkt mal wieder abreißen. So, muss man nochmal eine Wand hin. So, jetzt passt das. So, hier fehlt immer noch Personal. Ramp Agents habe ich auch zu wenig schon wieder. Was du hier am Nachjustieren bist. Krass. Wirklich krass. Hervorragend. Unfassbar. So, jetzt passt Ramp Agents wieder nicht. Da arbeiten aber zwei. So, hier sind wir auch fertig, ja? Yes, sehr schön. So, können wir schon mal einen großen Schalter einsetzen. Es gibt nur mittelgroße Boarding-Schalter. Aha. Ach so, ja klar, Sicherheitszone. Na, zack. Das können wir schon mal setzen und jetzt. Nicht. Ich setze es mal hier hin. So. Dann können wir den auch schon mal verlinken. Informationsschalter. Check-in-Schalter gibt es auch nur mittelgroße. Aha. Self-Check-in. Kann nicht ohne Gepäckabgabe in der Nähe platziert werden. Ah, okay. Internationaler Bereich. Wo sind wir denn eigentlich hier? Ach, hier sind wir bei diesen Vorfeld-Shuttle-Dingern. Das ist ja überhaupt gar nicht in meinem Interesse. Jetzt hier Vorfeld-Shuttle-Sachen zu bauen. So, habe ich denn eigentlich mal meine Auszeichnung? Immer noch nicht. Sind wir immer noch nicht bei 75%? 90%. Warum geht denn das mit dem Gepäck schon wieder nicht? Oh. Boah, also das mit dem Gepäck ist wirklich super anstrengend. Nee. Okay, defektes Flugzeug. Aber rechtzeitig erkannt. So, hier ziehen wir weiter. Unsere Kreise. Zack. Zack, bitte einmal bauen. Check-in-Schalter mittelgroß. Müsste so passen. So. Sagten finanzielle 200.000. Schwierig. Schwierig, schwierig. Ich habe irgendwann einen Flughafen angeschaut, der komplett fertig ist. Oh,
Also da kann man, also ich muss vor allen Dingen irgendwann auch mal in die Höhe bauen. Also ich baue jetzt alles ebenerdig. Also gut, mal davon abgesehen hier mit der untersten Etage. Aber man kann ja auch in die Höhe bauen und dann kann man aus dem zweiten Stock ja auch in die quasi Flugfelder. Ärgerlich, das ist ein bisschen spät. Kommen die? Muss mal ganz kurz was gucken. Also sie könnten da langlaufen. Das ist aber ein bisschen spät. Die können auch nicht übers Vorfeld. Ach so, ich habe übrigens auch feststellen dürfen, dass man Wege, also hier beispielsweise diese Flugzeugwege, auch hier quer über die Fahrbahn ziehen kann. Also sprich so. Was jetzt im Nachhinein, wo ich es gesehen habe, ja absolut Sinn macht. Weil, na klar, man kann ja auch mit dem Fahrzeug über die Rollbahn fahren. Also, wie gesagt, ich habe auch mal auf dem Flughafen gearbeitet und da habe ich das auch gemacht. Also, warum sollte es in diesem Spiel nicht so sein? Also, man kann natürlich auch seine Wege für die Fahrzeuge quer rüberschießen lassen. Also, hier. Ja, wobei, wir haben hier tatsächlich alles vollgebaut. Aber theoretisch würde es hier gehen. Dass man hier einfach so rüberbaut und dann können wir einfach mal machen. Einfach nur, damit wir es gesehen haben. Und dann so. Jetzt bin ich gespannt, wie das aussieht. Ob ich da Schilder bauen muss oder ob das automatisch beschildert wird. Aber ja, klar. Ist möglich. So, wo sind unsere Bauarbeiter? Müssen ja theoretisch irgendwann mal kommen. Weil wir könnten das auch noch mal ein bisschen anders bauen. Und zwar so, und dann reißen wir das nämlich, also abreißen in Anführungsstrichen. Machen wir das noch mal weg. Und dann können wir den Rest des Vorfeldes meinetwegen, achso, das geht wieder nicht, zuschustern. Mit Beton. So. Genau, so schaut das aus. Man muss allerdings jetzt sagen, also muss man nicht, aber man könnte sagen, bitte stehen bleiben, wenn Flugzeuge kommen. Wobei Flugzeuge immer Vorfahrt haben. Also, mit einem Fahrzeug gegen ein Flugzeug hast du sowieso auch wenig Chancen. Das weiß man eigentlich, aber normalerweise, ich weiß nicht, ob man das bezeichnen kann. Gibt's denn hier irgendwas? Also, es gibt hier so Deko-Zeug. Aber es gibt nicht. Das haben wir schon. Das Station groß haben wir auch schon. Es gibt nicht die Möglichkeit, hier irgendwelche Schilder auf die Dinger zu bauen. Also auf die Fahrbahn. Nee. Also würde mir jetzt zumindest spontan nicht einfallen oder nichts ins Auge stechen, wo ich sagen würde, ja, oh, das passt. Also hier sowieso nicht. Was ist das eigentlich? Vorlagen? What? Okay. Airline Lounges haben wir auch noch nicht gebaut.
Naja, wir lassen die erstmal hier fertig basteln. 200.000 haben wir mittlerweile wieder. Tja. Verbinden die einfach schon mal. Hallo? Hallo? Was? Boarding-Schalter in einer internationalen Zone kann nicht mit einer inländischen Parkposition verbunden werden. Erlaube mittelgroßen Flugzeugen. Boarding-Schalter in einer internationalen Zone kann nicht mit einer inländischen Parkposition verbunden werden. What the fuck ist denn eine inländische Parkposition? Luftverkehrstyp internationale Flüge. International Zone. Internationale Flüge. So, jetzt müsste es aber gehen, oder? Erlaube mittelgroßen? Nee. Wenn dann nur großer. Ah ja, nee. Wenn dann nur große, bitte. So, das brauchen wir alles nicht. Sicherheitskontrollen kommen oben. Landebahn, Startbahn. Ach ja, klar. Ist nicht verbunden, weil da fehlt's hier. Da fehlt aber eine ganze Menge noch. Oh, das wird doch wieder super teuer, ne? Kann einfach mal aus Spaß gucken, was es kostet. Nee. Wie breit muss das sein? 7, ja. Können wir uns leisten. Gut, dann können wir das schon mal setzen. Ja! Kommando zurück, bitte. Nicht bauen. Ich weiß nämlich nicht, wie ich, ob ich hier irgendwie mal nach rechts ausweiche oder so. Ich bin super planlos, was die Gestaltung meines Flughafens betrifft. Ich bin auch 0,0 zufrieden mit dem Flughafen, wie er aussieht. Also jetzt, also wenn ich genug Geld hätte, würde ich das hier alles wegreißen. Hier dieser ganze Kleinmist und Privatflughafen. Man muss es halt machen, das ist das Problem. Ich würde gern auch von Anfang an nicht diese mittlere Kachel haben, sondern einfach hier unten in die Ecke, meinetwegen hier so einen kleinen Mini-Privatflughafen gebaut. Dann, ja, hier mal, also eigentlich könnte man 1:1 das hier kopieren und hier in die Ecke stellen. Damit könnte ich gut leben. Und dann kann man den restlichen Flughafen, meinetwegen baut man dann hier an die Zugangsstraße, baut hier oben das mittlere Terminal hin. Hier so. Dass man hier den mittleren Flughafen hat. Und den großen Flughafen knallt man einfach komplett hier in die Ecke. Man könnte den kleinen oder hier diesen Privatflughafen auch super integrieren. Da gibt es auch ganz tolle Sachen. Bräuchten auch keine keine eigene Landebahn eigentlich. Wobei man kann. Es würde allerdings jetzt nicht mehr passen. Die kleine Landebahn integrieren. Indem man die hier hinbaut. Dann hätte ich aber jetzt. Ja, gut, dann hätte ich das hier unten alles weg. Boah, das war dann auch arschfrei. Arschfrei, Arsch. Also sinnfrei. So, arschlos, sinnfrei. These are the words.
Ich würde auch das hier nicht mehr machen mit Geschäften. Weil Geschäfte im kleinen Flughafen lohnen sich halt überhaupt gar nicht. Oh, ich würde das beim nächsten Mal alles sowas von anders wieder bauen. Es ist wie in jedem Spiel. Man lernt einfach dazu. Ich würde beim nächsten Mal auch tatsächlich doppelstöckig bauen. Also, dass man einfach, ich sag mal, hier so einen Flughafen baut, den aber zweigeschossig, unten alles rein, hier quasi vollzimmert und dann mit Vorfeldpositionen arbeitet. Die man dann entweder, da bin ich mir unsicher, kann man kleine Parkpositionen auch oberirdisch bauen? Nee, das geht nicht. Ja gut, okay, das wäre nicht möglich. Aber dann könnte man vielleicht über Treppen nach unten gelangen. Und dann über Wege dazwischen. Das würde alles gehen. Ja, da hätte ich schon eine gute Idee, wie man das machen kann. Dass man wirklich einen sehr, sehr kleinen Terminal baut. Das hier würde ich... Das würde ich ganz anders bauen. Da würde ich einfach gegenüberliegend immer setzen. So dass man auch wirklich nur die Landebahn hat und dann hier so einen Mini-Bereich, der gegenüberliegend quasi mit Flugzeugen ist. Also dass hier die Parkpositionen immer gegenüber sind. Dann spart man sich da auch immens viel. Das kann man dann später auch hier mit integrieren. Ja, also wie gesagt, da... Ja, man kann tatsächlich hier einen so einen kleinen Flughafen bauen. Also einen Bereich hier, wo nur Privatflugzeuge landen. Hier oben wird dann der Terminalbereich für den kleinen Flughafen, also kommerziellen Flughafen sein. Und der Rest kann dann einfach alles vollgeklatscht werden mit großem Flughafen. So würde ich es beim nächsten Mal bauen. Nicht, dass ich jetzt ab morgen eine neue Staffel anfange. Vielleicht mal irgendwann später. Ja. Naja. So wäre der Plan. Wäre. Hätte, wäre, wenn. Wäre und wenn. Gut, okay. Ich würde sagen, wir machen jetzt wirklich Schluss mit der Staffel hier. Weil dieser riesen Flughafen, es wird ewig dauern, bis ich den überhaupt in Betrieb kriege und in Gang bekomme. Weil, also ist ja nicht nur so, dass ich jetzt erstmal dieses Terminal hier irgendwie verbinden muss. Und diese ganze Flugbahn und diese ganzen Parkpositionen. Ich muss ja dann auch noch Sicherheit machen, ich muss Gepäck machen, ich muss alles machen. Ich meine, wir haben zwar jetzt wieder eine halbe Mille auf dem Konto, aber ich weiß nicht. Dafür gefällt mir der Flughafen einfach gerade nicht. Ich denke, wir haben sehr, sehr viel gesehen. Wie gesagt, viel übrig ist ja auch nicht mehr. Also, ja gut, hier sind wir fertig, 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 fertig. Und hier wären noch Großraumflugzeuge und die Passkontrolle, die wir wieder nicht haben. Dein Boarding-Schalter habe ich. Innerhalb einer internationalen Flugzone befindet. Habe ich eigentlich. Passkontrolle, Passkontrolle. Aus. Also das müsste man natürlich nochmal extra bauen. Ansonsten aber alles gesehen, was es in diesem Spiel zu sehen gibt. Und ich denke, dabei belassen wir es erstmal. Und ja, mal gucken. Vielleicht gibt es nochmal eine dritte Staffel. Oder, naja, würde dann hier einfach weitergehen. Also ist ja keine Staffel, sondern würde dann einfach hier anschließend ein dritter neuer Flughafen entstehen. Und ja, dann schauen wir einfach mal, wie sich das ausgehen würde. Ne? Ich bedanke mir. Sagt ciao, tschüss. Ich habe keine Ahnung, was dann morgen auf dieser, ja, auf dem Spot hier kommen wird. Denn ich habe nichts vorbereitet. Und lass mich einfach selber mal überraschen, auf was ich gerade Lust und Zeit habe. Ne? Dann hoffentlich sehen wir uns morgen wieder, bei was auch immer. Und habt einen schönen Tag erstmal. Bis dahin. Ciao, tschüss.